studied in a college, St. Javier's is social work, yeah? And we had to go to work in different places. Sometimes to visit this slum area, sometimes we had to visit this orphan child. And that time, you know, when I was there in this Pasupati area, with our foreign friends, oh my God. Der Rest vom glorreichen Bagmati River. Die Bevölkerung sagt, vor 24 Jahren hast du in dem Bagmati River noch schwimmen können. Und jetzt wird es einfach verwendet, nur einfach um den Müll zu entsorgen. Alleine, dass das kein Grundwasser mehr ist, oder das ganze Problem ist, dass alles Grundwasser, was rundherum runterkommt, kommt nicht rein. Ne? Und so liegt alles drinnen. Und dabei holst du das Wasser raus zum Trinken. Liegt alles drinnen, ob das Tierkadaver ist, ob das Restmüll ist, ob das Batterien ist. Das ist sowas von kontaminiertes Wasser. Das braucht, ich weiß nicht wie viele Jahre, Jahrzehnte, dass das wieder sauber wird. Anni, danke schön. Diese minde Geschichte, diese unterste Kaste, die unberührbar. Die haben nicht einmal die Möglichkeit, eine Arbeit zu kriegen und dass sie dann irgendwo wohnen können. Das ist jener zu Hause. Alles, was sie haben. Alle Gott ist am Abend. Hallo! Hallo! So, da haben wir ein typisches Haus. Sag mal noch was, ne? Da haben wir die Küche da unten, da ist die Speis, da ist das Schlafzimmer und das ist alles, was sie haben. Alles, was sie haben. Und darum ist es so wichtig, dass man die Randbezirke entlastet, indem man die ländliche Torstruktur wieder schützt. Weil die kommen ja alle rein in die Stadt und hoffen sie nachher, dass sie das große Glück finden da. Und da haben wir den großen Scheiß beieinander. So, jetzt fein. Oh, Ramro. Ja, Küche.